aus der Wüste herauskomme, in ein prächtiges Land hinein, um im Bild der heutigen Lesung zu sprechen. Wenn ich über manches in meinem Leben nachdenke, dann muss ich einfach für vieles unendlich dankbar sein. Vielleicht zählen wir dann zur denkenden Minderheit, wie der eine von den 10, der sich Jesus im Evangelium erkenntlich zeigte. Negativ gesehen könnte über der heutigen Stelle aus dem Lukas-Evangelium das bekannte Sprichwort stehen: Undank ist der Weltlohn. Positiv ist diese Geschichte benannt: der dankbare Samariter. Wenigstens einer von den 10 Geheilten bedankt sich, und nur an ihm ist das Wunder der Heilung ganz geschehen. Stellt die Erntegruppe dar mit Erntekranzträgern, der Erntekrone, den schnitternden Schnittern, alten Gerätschaften des Zenses, Sichel und Hecken und Dreschen. Zur früheren Ernte gehört auch natürlich eine Dreschmaschine. Wir haben sie als Modell dabei und sie funktioniert auch. Das ist ganz anders, weil es früher war. Ja. Ich bin ja Küsten und dann ist gut gesehen. Ich habe es aber schon lange nicht mehr gesehen. Aber schön mit der Ernte. Die Produktionsstange des Windel. Dann die zweite Arbeit mit dem Bauern, der früh mit einem Pferd, das war uns also erst vor dem Jahr dabei, dass da aber auch ein Pferd zum Pflügen war. Ja, jetzt kommen noch die Bauern, die hat dann getraut und noch Bäuerinnen. Die haben also eben die Tiere dabei, wie den Schildeisen, Süder, Kranz oder Ente und auch einen Wagen mit kleinen Kleckens dabei. Die Garten sind auch die Grenze. Es ist viel Arbeit, die ganze Organisation. Ja. Den Weinfass,
Essen zu finden sind, das sind keine Fische, das sind Fische in einem Fisch. Ja, die Metzger. Lebendige Fische mit. Und was der Wald zu bieten hat, das zeigt uns die Gruppe, ungefähr von einem Waldkranz und eines Sägewerks und eines Wagens. Im Holzwerk. Und die Jäger natürlich. Ja, aber sogar ein Fahrzeug dabei. Glaubst du, dass ein Tier da ist? Darf man anmerken, die Prozession
Abschluss mit dem Segen und dem Schlüssel. Immer wieder.